Hi, ich bin's, der Ben. Wir schauen uns heute Le Dame de Troyes an, die Damen von Troyes. Und das ist eine Erweiterung für das wirklich, wirklich gute Spiel Troyes. Davon könnt ihr euch gerne nochmal selbst überzeugen. Schaut einfach die Rezension von mir nochmal an. War übrigens eine meiner ersten Beispieldame. Was macht diese Erweiterung? Was wird diese Erweiterung euch bringen? Das schauen wir uns mal schnell an. Und dann sage ich euch, ob ihr das Ganze denn auch braucht. Ihr seht, manche Verlage wollen mich absichtlich ärgern, bringen schon so ein großes Spielbild raus, dass es kaum hier ins Kamerabild passt und dann auch noch eine Erweiterung, wo ich unten und oben was hinlegen muss. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir uns da jetzt durchmogeln. Ja, was kommt in diese Erweiterung? Zuerst mal bekommt ihr hier neue Personenkarten. Die alten Personenkarten kennt ihr ja, da gibt es am Ende die Siegpunkte raus. Hier kommen jetzt die Damen der die Damen von Troyes dazu und diese Damen geben euch einfach neue Punkte fürs Ende des Spiels. Hier zum Beispiel für Leute auf den weißen Karten und im weißen Gebäude. Das Ganze gibt es auch noch für die anderen Gebäude. Ja, wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Wo habe ich sie hin? Da sind sie natürlich so. Also so etwa hier fürs gelbe Gebäude und für gelbe Karten und das Ganze hier nochmal für rot. Also noch ganz unproblematisch bisher. Jetzt kommen aber auch noch viele, viele, viele neue Aktionskarten mit den Spielen. Das ist natürlich richtig toll. Es gab zwar im Grundspiel schon eine gute Abwechslung, aber mehr Aktionskarten ist doch immer irgendwie gut. Was haben diese Aktionskarten aber jetzt Besonderes? Die fangen an, mit dem Prinzip von Troyes ein bisschen mehr zu spielen. Ich gucke mal, ob ich euch das zeigen kann, wenn ich die passenden Karten finde. Hier, perfekt. Und zwar gibt es jetzt hier so gesplittete Karten. Das heißt also, ihr müsst euch jeweils wenn ihr die Karte aktiviert, entscheiden, nutzt ihr jetzt diesen Effekt oder nutzt ihr diesen Effekt. Ihr seht es ganz einfach, für jede Aktivierung legt ihr hier einen eurer Würfel drauf. Das ist so eine verzögerte Aktion, seht ihr auch hier an dem Stundenglas. Und wenn ihr es dann wieder aktiviert, könntet ihr diese Würfel runternehmen und bekommt jetzt hier zum Beispiel Einflusspunkte. Und so funktionieren diese Karten jetzt hauptsächlich. Soll heißen, ihr aktiviert Karten einerseits, um Würfel draufzulegen und dann eben Würfel runterzunehmen. Diese Karten sind besonders mächtig, ihr müsst euch entscheiden, plant ihr die in eure Strategie mit ein? Ja, nein. Denn naja, es braucht halt immer die doppelte Anzahl an Aktionen und trotzdem ist die Karte dann sehr, sehr stark. Also das muss man eben, wie gesagt, abwiegen. Was kommt noch mit dazu? Eine ganze Reihe neuer Militärkarten oder Eventkarten halt, die ihr unten auslegen könnt. Sind ein paar ganz eklige mit dabei. Brauche ich ja nicht zeigen, funktioniert wie im Grundspiel. So, die größte Veränderung hier am Spiel, das sind jetzt diese Außenbezirke, diese Randbezirke. Die sind hier nummeriert, ihr bekommt von jedem zwei Stück und das sind eigentlich vier, weil doppelseitig bedruckt. Da sucht euch jetzt einfach eine Seite, ein Plättchen aus und legt das dann, jetzt versuche ich das mal irgendwie euch zeigen zu können, beginnend von hier legt ihr das jetzt hier einfach so aus. Erst die 1er hier hin, dann sucht ihr euch einen 2er aus, der kommt da unten hin, also so. Und das Ganze natürlich logischerweise dann für 3 und für 4. So, das seht ihr jetzt natürlich nicht. So, dazu habt ihr dann kleine Soldaten. Um genau zu sein, habt ihr einen Soldaten und der kommt hier oben auf die Stadtmauer. Was ihr jetzt machen könnt, ist, immer wenn ihr jetzt eure Würfel auswählt, könnt ihr einen Würfel verwenden. Übrigens, ihr werdet euch wundern, was ist das denn hier? Dazu erkläre ich gleich mehr. Immer wenn ihr einen Würfel auswählt, könnt ihr eben einen nehmen und könntet einfach die Anzahl der Augen hier auf der Stadtmauer voranschreiten. Und zwar hier auf dem Türmchen. Das heißt also 1, 2, 3, 4, 5 zum Beispiel. Denn diese großen, diese doppelten zählen einfach nur wie 1. Ja, jetzt könnte ich weitermachen, 6, oder ich könnte Punkte dafür ausgeben auf diesem Würfel, um weiterzugehen und Würfel auf diese Randbezirke legen. Und Würfel auf die Randbezirke legen, das gibt euch ja Bonusmöglichkeiten. Was ist denn relativ simpel? Hier zum Beispiel. Für jeden Würfel, den ihr hier drauf habt, könnt ihr den Würfel eben ausgeben. Hier müsstet ihr nochmal 2 Denar extra zahlen und dürftet dann einen bereits ausgegebenen Würfel, in dem Fall ist der Lille, neu würfeln in euren Bezirk reinlegen. Das heißt also, ihr bekommt einen zusätzlichen Würfel nochmal dazu, eine zusätzliche Aktion, die ihr da bekommt. Deswegen ist es auch relativ weit fortgeschritten, ist auf 3. Denn, wie das funktioniert ist, ihr könnt dann eben mit Würfelpunkte
Würfel drauflegen auf Gebiete, die ihr bereits freigeschalten habt. Und freischalten tut ihr die ganz einfach, indem ihr auf diesem Gebiet oder an diesem Gebiet schon mal vorbeigezogen seid. Das heißt also, jetzt ist das hier freigeschalten. Gehe ich jetzt weiter voran und komme hier unten ran, ist das hier und das hier freigeschalten. Und so weiter und so fort, bis ihr eben dann wieder oben ankommt. Und dann ist eben auch das letzte freigeschalten. Hier zum Beispiel nochmal ein kleines Meereigenspiel. Wenn ihr da Würfel drauflegt, bekommt der am Ende die meisten Würfel drauf hat, 8 Siegpunkte, 4 und dann 2 eben. Also ihr seht, das ist extrem cool. Und warum ist das extrem cool? Weil ihr einfach jetzt eine Möglichkeit habt, einen richtig bescheuerten Würfel auszugeben, statt ihn jetzt einfach liegen zu lassen oder vielleicht doch zu passen oder wie auch immer und darauf zu hoffen, dass ein Mitspieler euch den abkauft oder vielleicht das jetzt Einflusspunkte ausgibt, um ihn neu zu würfeln. Habt ihr einfach eine sinnvolle Möglichkeit, schlechte Würfel zu verbraten, sage ich mal, und stattdessen hier auf dieser Mauer voranzuschreiten oder vielleicht doch einfach, und wenn es nur eine 1 ist, einen Würfel hier drauf zu legen, das kann sehr, sehr stark sein. Ja, und zu den Würfeln eben gibt es auch noch diesen hier dazu, das ist das Familienoberhaupt. Dieser lila Würfel, das ist ein Würfel, der kann euch nicht weggenommen werden. Das heißt also, diesen Würfel könnt ihr euch ganz, ganz sicher sein, den werdet ihr immer haben, den kann euch keiner wegnehmen. Und das ist natürlich auch sehr stark. Und letztendlich ist es vielleicht der, den ihr dann hier drauf verbratet. Ja, das war's aber eigentlich schon. Das heißt, ihr bekommt nicht viel dazu, ihr bekommt eben neue Aktionskarten, ihr bekommt die neuen Endzielkarten sozusagen, ihr bekommt neue Eventkarten, dann bekommt ihr eben die Außenbezirke und letztlich ein Familienoberhaupt pro Person. Ja, und was macht das Ganze jetzt mit dem Spiel? Das schauen wir uns am besten im Fazit an. So, also wieder mal kleine Schachtel. Das hat die Damen von Troyes auch mit der Dungeon Lords Erweiterung gemeinsam. Ihr bekommt einfach nur erstmal neue Karten. Und neue Karten, das heißt für euch viel mehr Auswahl. Was diese Karten jetzt besonders gut machen, ist, dass sie viel mehr mit den Effekten spielen, die ihr aus Troyes bereits kennt. Es gibt Karten, die haben Mischaktionen, das heißt, ihr habt Karten, bei denen könnt ihr erstmal Kuben drauflegen und dann könnt ihr sie wieder runternehmen. Und das ist eben gemischt und nicht nur solche, die eben einfach eine verzögerte Reaktion haben, sondern beide Aktionen sozusagen auf einer Karte. Das ist sehr, sehr witzig. Ja, generell gibt es einfach ein bisschen mehr komplexere Effekte, die euch einfach mehr strategischen Tiefgang erlauben in diesem Spiel. Dann bekommt ihr neue Ereignisse. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist einfach nur mehr und mehr heißt Abwechslung, wie ich schon gesagt habe, bei den Aktionskarten. Ja, und dann bekommt ihr natürlich noch neue Charakterkarten und das sind die Damen von Troyes. Und die Damen von Troyes, die bringen ein ganz kleines Problem mit ins Spiel, das das Spiel aber so halb löst. Und das ist, es gibt jetzt einfach mehr Endbedingungen, mehr Siegbedingungskarten oder beziehungsweise Karten, die euch am Ende des Spiels Siegpunkte bringen. Das Spiel schlägt jetzt generell einfach vor, ihr mischt die einfach mit rein, teilt wieder aus und gut ist. Das funktioniert aber nicht so gut, denn das gibt diesem Spiel einfach ja, zu viel Zufälligkeit und das tut einem ja, derart guten Euro-Strategiespiel überhaupt nicht gut. Aber das Spiel schlägt eine Variante vor, indem ihr einfach eine Karte immer noch zusätzlich offen auslegt. Das kennt ihr jetzt vielleicht schon aus Spielen wie Archipelago. Das hat das nämlich auch gemacht. Das ist die Trendkarte gewesen, damit ihr einfach noch eine zusätzliche Information habt. Somit wisst ihr dann also eure Karte auf alle Fälle und ihr wisst die ausliegende Karte. Und das ist wiederum richtig gut und das federt dann einfach auch die neuen Karten ab. Und funktioniert dann wieder genauso gut wie vorher. Wenn ihr mich fragt, sogar ein Stück weit besser. So, das sind also jetzt die Karten gewesen. Jetzt fehlen natürlich nur noch die Außenbezirke. Und die Außenbezirke, die haben es in sich. Was das nämlich bedeutet, ist, dass ihr jetzt für eine sinnlose Aktion, für einen sinnlosen Würfel, der euch einfach nur ja, schrottig erscheint, jetzt immer noch eine Aktion übrig habt. Und das ist einfach euren kleinen Soldaten auf der Mauer bewegen. Und das ist super. Also nicht nur bringt das euch neue Möglichkeiten, sondern ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, einfach sinnlose Würfel zu verbraten. Und die sind dann nicht mehr sinnlos, sondern die haben sehr wohl Sinn und bringen euch sogar, ja, je nachdem, wie weit ihr vorangeschritten seid, bereits richtig, richtig gute Möglichkeiten und am Ende sogar richtig heftig Siegpunkte. Also wirklich ein absolut, eine ja, fantastische Erweiterung für Troyes. Soweit, dass ich sogar sagen würde, ich würde es niemals wieder ohne die Außenbezirke spielen. Das macht ein
viel besseres Spiel aus Troyes, also noch besser, als es eigentlich schon ist. Ja, und zu guter Letzt bleibt noch, das Oberhaupt der Familie, dieser kleine lila Würfel übrig. Auch den würde ich immer mit reinschmeißen und sagen, wunderbar. Das heißt, ihr habt immer noch einen Würfel, der euch garantiert nicht weggekauft werden kann. Also wie gesagt, das rundet das ganze Spiel wirklich ab. Also ohne den Damen von Troyes solltet ihr Troyes überhaupt nicht spielen. Wenn ihr also Troyes besitzt, kauft euch diese Erweiterung, wenn ihr sie nicht schon habt. Das ist absolut Must-Have, also das müsst ihr besitzen, wenn ihr Troyes habt. Und wenn ihr Troyes nicht habt, dann wird es spätestens jetzt richtig interessant zu holen. Also, so viel zu die Damen von Troyes. Spielt schön, bis zum nächsten Mal. Ciao.